Darum geht es nicht, ein Stück über Maria zu machen, sondern für Maria haben wir uns gedacht, dass wir in den Mittelpunkt stellen den Überlebenswillen der Frauen und nicht nur von Maria, sondern auch der anderen, die von derselben Gewalt, von derselben Erniedrigung und Bedrohung mit dem Tod betroffen sind und haben eine Tänzerin gefunden, die im selben KZ war, die ein Ballett gemacht hat über eine Stadt, die von Angst beherrscht wird. Und ein ähnliches Ballett ist die Geschichte von einem Schneider, der den Tod und den Teufel austrickst und unterwegs zusammen mit dem Schmetterling, den er gerettet hat, den Riesen zu Fall bringt, der die ganze Stadt in Angst und Schrecken versetzt. Ich will ja den Leuten, die damals Maria Kolmus und andere umgebracht haben, nicht auch noch den Triumph lassen, dass sie uns noch immer traurig machen, sondern ich möchte mich konzentrieren auf das, was die Leute am Leben erhalten hat und nicht das, was sie zu Tode gebracht hat. Und das ist das, was sie selber beigetragen haben. Sie haben einfach nicht aufgegeben und haben sich nicht unterkriegen lassen. Und es gibt ganz unglaubliche Geschichten, auch von Maria im KZ und auch vorher. Sie soll zum Beispiel sehr viel gelacht haben, auch in der Gefangenschaft noch. Und deshalb, wenn wir ein Stück für Maria machen, müssen wir ihren Lebenswillen und das, was sie ausmacht, versuchen, in den Mittelpunkt zu stellen und nicht, dass sie gestorben ist.